Hallo und herzlich willkommen bei den gruseligen Viva Top 100 in der Halloween-Edition. Wie ihr hinter mir schon sehen könnt, haben wir fleißig das Set für euch dekoriert. Wisst ihr da draußen schon, was euer Halloween-Kostüm sein wird? Ich bin sehr hyped und weiß es selber noch nicht so richtig, aber das finden wir vielleicht heute noch gemeinsam raus mit meinen Gästen, die sehr, sehr cool sind heute. Einmal ist Lina da, die ihr Album Ego mitgebracht hat. Da, hier vorne steht es schon. Es kommt aber erst nächste Woche raus, aber ihr könnt es heute schon in einer fetten Deluxe-Box gewinnen. Also schaut auf jeden Fall bis zum Ende zu. Außerdem haben wir Chelo und Abdi da. Die bringen auch ihr Album mit, das heute rausgekommen ist. Diaspora heißt das ganze Ding. Und natürlich könnt ihr den beiden unter dem Hashtag VivaTop100 heute schon die Fragen stellen, die wir nachher in der Sendung dann abarbeiten können. Liebe und Kommentare natürlich auch wie immer. Los geht's aber erstmal mit ein bisschen Musik und wir steigen auf Platz 101 tatsächlich mit Bedroom Floor. Da würden ein paar Leute bestimmt Liam Payne gerne mal sehen. Hier ist aber erstmal der Song. Why you always act like you don't want me? Don't make me bring up your dirty laundry. We always on and off until you're on me, until you're on me, yeah. You be saying real, real nice, real nice things. Wieder zurück und da ist auch schon der Gast, Lina. Herzlich willkommen. Nimm Platz. Ja. Die meisten Leute kenne ich wahrscheinlich noch von Bibi und Tina. Ja. Oh, ich höre schon. Das mag sein. Nein, gar nicht schlimm, aber ich meine nur. Das stimmt. Nervt es dich inzwischen schon, dass Leute teilweise dann einfach Bibi zu dir sagen? Nein, auf jeden Fall nicht. Also ich habe dem ja ganz, ganz, ganz viel zu verdanken und es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass mich eigentlich alle Lina nennen. Hm. Bis auf vielleicht mal eine kleine Fünfjährige dann sagt Bibi, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Lustiger Funfact dazu, mein Vater hat da mitgespielt. Er hat nämlich den chinesischen Chauffeur gespielt bei euch. Echt jetzt? Ja, das ist mein Vater. Teil. Ja, genau. Teil. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Genau, wie also cool. Schöne Grüße, Papa. Ja, liebe Grüße. Bist du denn eigentlich traurig, dass es vorbei ist? Oder ist es auch schön, weil du dich jetzt auf die Musik konzentrieren kannst? Ich glaube, das ist so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also natürlich ist man traurig. Es waren einfach wirklich sehr, sehr schöne 4 Jahre. Aber es bringt natürlich auch Gutes mit sich. Also ich konnte mich jetzt dieses Jahr total auf die Musik konzentrieren. Noch besser als letztes Jahr quasi. Und ja, es stellt mir auch noch mehrere andere Türen offen. Das glaube ich. Hier vorne steht schon, das ist dein Album, Ego heißt Ego, es. Ja. Es kommt nächste Woche und es ist sehr schön bunt, ja, finde ich. Ganz rauchig und bunt und lila und blau und pink. Aber es ist trotzdem noch erwachsener als das Official-Album. Wir wollten jetzt mit der Rauchoptik diese Lebensfreude nicht verlieren, aber trotzdem noch bunt sein. Ha, sehr schön. Dann schauen wir uns jetzt erstmal als Neuvorstellung Lina mit unser Film an. Oh! Leo und dich nicht Kate und trotzdem fühlen wir uns wie Könige der Welt. Let it go, weil uns zwei jetzt nichts hält. Es gibt nur ein Drama, was wir können, und zwar wenn wir mal nicht zusammen sind. Mit dir fühlt es mich nicht vorbei und ich wollte eigentlich nur mehr reden. Herzlich willkommen zurück bei den Viva Top 100 in der Halloween-Edition. Heute ja. Lina ist bei mir. Und Bibi und Tina war gar nicht dein erstes Ding, sondern du bist eigentlich in der Castingshow dein Song
Da hast du gewonnen, ja, bist genau. Du berühmt geworden. Ja, da hat es angefangen. Ne? Also Vivi und Tina hat dann natürlich nochmal so einen super Schub gegeben. Aber es hat auch schon bei der Musik angefangen, genau. Und wenn du dich entscheiden müsstest für Musik oder Schauspiel? Da würde ich die Musik nehmen, ganz klar. Da steckt das Herz. Ich wollte gerade sagen, da steckt mein Herz für. Und das Schauspiel ist auch wirklich wundervoll. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, es wäre auch komisch, wenn ein Musiker sagen würde, nee, da mache ich jetzt was anderes. Oh, naja, manchmal ist man einfach satt mit dem, was man macht, ne? Aber das bin ich noch nicht. Du hast ja gerade erst angefangen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja komisch. Wenn man liest, das Album heißt Ego, ist es denn auch so ein persönliches Album? Es ist super persönlich. Toll, dass du das gleich so auffasst und nicht so denkst, ah, oh, sie ist jetzt egoistisch oder ist nicht mehr so auf dem Teppich. Nein, es ist total, total persönlich und es handelt einfach davon, dass man nicht gleich mit dem kompletten Charakter aufwächst, beziehungsweise geboren wird, sondern das Ganze bildet sich ja über die Jahre hinweg. Man entwickelt erst sein Ich und sein Selbstwertgefühl und alles und ja, darüber geht auch das Album frisch aus dem Leben. Ja, aber wenn man sich das Album so durchhört, sind die alle super fröhlich. Geht's dir nicht schlecht oder verarbeitest du das einfach anders? Also es gibt auch Songs, die wirklich ernsthafte Sachen ansprechen, zum Beispiel Leicht ist auch einer der Songs, der halt auch ein tieferes Thema anspricht, dass es natürlich auch mir schlecht geht und generell halt, glaube ich, jedem mal schlecht geht. Aber es heißt da so schön, wenn es leicht wäre, dann wäre es nicht so schön. Und natürlich gibt es immer Dinge, die da aus diesem Schema rausfallen, aber ich finde den Spruch ganz toll, weil man muss sich einfach an irgendwas festhalten können. Und wenn es noch so schwarz ist, wäre es irgendwie, glaube ich, schade, wenn man nichts hat, wozu man aufsehen kann. Das stimmt. Und für schöne Sachen muss man meistens auch hart arbeiten. Ja, das stimmt auch. Da würde uns Charlie Puth bestimmt auch zustimmen. Hier ist er mit How Long auf der 87. Yeah. Has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me. Bei den Viva Top 100 ist heute Lina zu Gast und sie hat euch was mitgebracht und zwar eine riesen fette große Deluxe-Box, die wir hier schon mal aufgemacht haben. Was hast du da reingeworfen? Also ich habe mir da ganz, ganz viel ausgedacht, damit sie auch wirklich jeden überrascht, der sie aufmacht. Also erstmal gibt es eine Mütze, habe ich auch noch nicht so oft in der Deluxe-Box gesehen, aber es gibt die Strahlermütze, die auch von meinen Fans, also den Strahlern, sehr lange ersehnt war. Dann gibt es natürlich auch noch Kleinigkeiten, sowas wie Sticker. Yay. Und aber unter anderem haben wir die Tour-DVD mit in der Deluxe-Box. Dann haben wir noch eine Akustik-CD mit in der Deluxe-Box. Und wir haben auch noch eine Karaoke-CD mit in der Deluxe-Box. Und was ich auch noch ziemlich cool finde, gibt es einen frisch von uns quasi gemachten Pelikan-Füller. Weil Pelikan war so lieb und jetzt gibt es den Lina-Füller. Das finde ich auch ziemlich cool. Dann noch sowas wie ein Hausaufgabenheft. Das gibt es auch noch, habe ich alles selber gemalt. Und es hat wirklich lange gedauert. Voll aber gut. Es ist einfach so schön, wenn man halt selber da so viel dran teil hat und wenn man die Fans damit überraschen kann mit all dem, was hier drin ist. Also da gibt es wirklich ein paar Überraschungen. Perfekt. So, wenn ihr das Ding jetzt gewinnen wollt, dann schreibt einfach auf Twitter unter dem Hashtag VivaTop100, wenn euer Leben ein Film wäre, welchen Titel würde er tragen? Oh, wow. Was wäre denn deiner? Ich wusste es, dass ich es auch beantworten muss. Was wäre meiner? Kann ich mir einen aussuchen oder muss es einer sein, den es schon gibt? Nee, du kannst dir auch einen aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal Sieht die Welt beschissen aus, schmeiß ganz einfach Glitzer drauf. Das ist ein Spruch aus meinem Album und ich finde, er passt eigentlich ganz gut zu mir. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wäre es nur für heute, würde ich wahrscheinlich sagen, Dead Girls Can't Say No. Weil es ist ja schließlich die Halloween-Edition. Allerdings. Ich mag, hasse Spinnen und die sind überall Spinnen. Ja, gruselig. Aber die tun nichts. Ich habe sie dressiert. Okay, super. Wir machen jetzt weiter mit ein bisschen Musik. Und zwar mit den Italo Brothers. Und zwar Summer Air auf der 65. My hands, you took me to paradise. If I no chance to forget this night.
Since I'm back home, I feel like paralyzed. Baby, it's so wrong. Let's make it right. Why don't we just go back, back to where we came from? Hier gab es schon Farbverwirrung, denn wir spielen Glücksrad. Du darfst einmal drehen. Ich darf drehen? Ja. Ha, aufgeregt. Hast du früher Wahrheit oder Pflicht gespielt? Ganz oft, ja. Immer auf Klassenfahrten. Was war das Peinlichste, was du machen musstest? Das erzähle ich jetzt nicht. Oh. Pflicht. Oh, ich habe Glück gehabt. Das war ja klar, dass ich das machen muss. Also was war jetzt Pflicht? Was Blaues. Genau. Ja. Nee, ich glaube, das ist Wahrheit. Was? Ja. Nochmal. Ich nehme jetzt einfach lila. Okay, nö. Frag mich die Frage. Das ist ja weird. Wir ziehen eine neue. So. Oh. Bis es passt, okay. Erzähle einen schlechten Witz. Fliegen zwei Möhren durch die Luft und dann kommt ein Hubschrauber und dann sagt die eine, Vorsicht, ein Hubschrapp, schrapp, 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 schrapp. Oh. Ich war nicht vorbereitet, das ist unfair. Aber sie ist ja auch erzähle einen schlechten Witz. Von daher alles richtig gemacht. Ihr könnt gerne auch eure schlechten Witze unter dem Hashtag VivaTop100 verbreiten. Schwer zu toppen hier. Wir werden sie uns alle durchlesen. Wir haben jetzt aber, und ich hoffe, da gibt es keine schlechten Witze, Rita Ora, die MTV European Music Awards moderieren wird. Wäre das was für dich? Ja, das fände ich schon cool, auf jeden Fall. Wenn du dir eine Bühnenshow ausdenken dürftest? Dürfte ich dann? Das wäre auch mega. Oder soll ich jetzt sagen, welche? Ja, welche? Ach Gott. Auf jeden Fall nichts mit von der Decke, weil ich habe Höhenangst. Ich glaube, ich würde einfach ein cooles Kleid anhaben. Das war's. Boah, Understatement hier heute. Wir haben jetzt erstmal Rita Ora mit Your Song auf der 55. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Gesehen, kann dir viel erzählen über miese Szenen am Block. Bruder, sag mal ehrlich, wer will kein dicken Benz? Boyce, schreib die Hook. Da sind wir wieder zurück und Lina hat sich drüben auf der kleinsten Stage bequem gemacht. Und wir hören jetzt eine Performance von ihr und zwar Tanzen ist Gold. Ja. Wir laufen über den Bahnhof bis ans Ende der Stadt. Wir müssen nirgendwo hin, denn diese Nacht ist unser Dach. Und da ist etwas zwischen uns, das alles andere verwischt. In diesem Meer aus Menschen fang ich mir deinen Blick. Du brauchst jetzt gar nichts sagen, der Moment spricht für dich. Spalte deine Worte, genau so hab ich's gewollt. Reden ist Silber, reden ist Silber und tanzen ist Gold. Tanzen ist Gold, tanzen ist Gold.
aber nicht. Die Welt dreht sich für uns beide. Ich glaub, das sind wir beide. Ich glaub, das sind wir beide. Yay! Yay. Vielen, vielen Dank! Wir müssen gleich leider schon Tschüss sagen von Lina. Und wie man das am besten macht, sagt mir gleich Sam Smith mit Too Good at Goodbyes auf der 35. I'm way too good at goodbyes. Willkommen zurück bei den Viva Top 100 in der Halloween-Edition. Lina ist bei mir und wir machen jetzt erstmal ein Foto. Oh Gott, okay. Tschüss. Sehr gut. Was ist deine beste Selfie-Pose? Eigentlich nicht, Zunge raus, aber ich war jetzt gerade überfordert. Ich habe ja auch das Foto gemacht. Genau, nein, eigentlich lächle ich. Ich glaube, lächeln ist am besten. Genau. Achso. Dankeschön. Ja. Wir haben zwei Fanfragen. Carlotta fragt, was ist deine Traumstadt? Meine Traumstadt ist Amsterdam. Oh, Amsterdam ist wirklich sehr schön. Ja, also bisher ist es Amsterdam, ja. Und Joanna fragt, mit wie vielen Jahren möchtest du Kinder haben? Oh Gott, gute Frage. Naja, dauert noch. Dauert noch, ich würde sagen Mitte 20, Ende 20, 30 so. Ah, und dann haben wir noch zwei Grüße. Oh, dann grüße ich einmal ganz, ganz herzlich die Emily und auch die Cecilia. Yay! Ich habe gehört, du fängst bald an, Englisch und Geschichte zu studieren. Ja, das sagen jetzt auf einmal alle, aber nein, also bisher ist es noch gar nicht so richtig in Planung, aber wenn ich studieren würde, dann wäre es Englisch und Geschichte. Oh, was ist denn deine Lieblingsepoche, in der du gerne leben würdest? In der ich gerne leben würde, oh Gott. Ich würde einmal gern das Römische Reich austesten, aber ich würde da nicht gerne leben. Und dann möchte ich einmal eine Prinzessin sein, aber da möchte ich auch nicht gerne leben. Also ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit dem, was jetzt gerade ist. Sehr gut. Ja. Vielleicht gibt es ja noch Rollen für dich einmal in dem Genre. Ja, wer weiß. Ne? Genau. Im Februar geht es auch noch auf Tour. Wo geht's überall hin? In ganz, ganz viele Städte in Deutschland. Ich glaube, es sind über 20 Termine diesmal. Also es können sich wirklich alle freuen. Und ich glaube, nicht so wirklich jemand wird enttäuscht sein, dass wir nicht in die Stadt kommen. Wir kommen wirklich quer durch Deutschland. Na, perfekt. Ihr habt's gehört. Album kommt nächste Woche. Viel Erfolg damit. Danke fürs hier sein. Dankeschön. Ich freue mich auch. Mega cool. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Kygo featuring Justin Jesso, Stargazing auf der 23. Und danach sind Cello und Abdi bei mir. Bis gleich. Team. Doch meine Freundschaft muss man sich verdienen. Abheben ist gefährlich, denn man fällt zu tief. Und Respekt kriegt man nur, wenn man auf denselben Kopf wie Soldaten im Herzen killen. Geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Soldaten im Herzen killen. Geerdet wie Asphalt, aber fliegen wie der Wind davon. Diese Aura Beton. Und nur Gott bin ich dankbar für das, was noch kommt. Da sind wir wieder und fliegender Wechsel heute. Hier sind Chill und Abdi. Herzlich willkommen. 99.000 sehr gerne. Passt ihr beide drauf? Ja. Müssen wir, oder? Eigentlich ja. Sonst auf meinen Schoß.
Dann bleiben wir hier so objektiv. Na klar. Sehr gut. Ihr habt gesehen, es ist Halloween. Ist das was für euch? Auf jeden Fall. Friedhof. Was du gemacht? Auf jeden Fall. Friedhof der Kuscheltiere damals war so ein Horrorfilm, den ich gerne gesehen habe. Destevege ist auf jeden Fall Halloween auch was für uns, glaube ich. Ja, das gute alte Halloween. Was macht euch am meisten Angst? Spinnen, Ratten, verrückte Fangirls? Sachen, die man nicht sehen kann. Oh, nukleare Katastrophen. Zum Beispiel. Die kann man im Nachhinein nicht mehr sehen, ist trotzdem schlimm. Ja, Strahlungen. Euer Album ist heute gekommen. Ganz genau, heute ist Release Day. Herzlichen Glückwunsch. Diaspora, Dankeschön. Und ja, viertes Album, Cello und Abdi, 16 Tracks. Gibt's heute eine Halloween-Party dann? Es gibt heute eine Release-Halloween-Party und alle sind verkleidet als asoziale Kanaken. Geil, da wäre ich vielleicht auch ganz gerne dabei. Alle in Jogginghose, alle. Auch im Späti dann? Vorher und nachher gehen wir dann zum Späti alle zusammen und hängen dann vom Späti ab. Geil, dann schauen wir uns das Ding doch erstmal an. Hier sind Chelo und Abdi featuring Olexesh und Nemo mit Rhythm and Flues. Hat mich lang gefragt, womit ich das verdiene, aber mittlerweile ist es allen glasklar. Denn Digi, ich hab Rhythm and Flows. Rhythm and Flows, Rhythm and Flows. OL hat Rhythm and Flows. Rhythm and Flows, Rhythm and Flows. Abdi hat Rhythm and Flows. Rhythm and Flows, Rhythm and Flows. Jilo hat Rhythm and Flows. Ja, ja, alles auf Harmonie. Willkommen zurück bei den Halloween Viva Top 100. Chelo und Abdi sitzen bei mir und wir haben gerade Rhythm and Flues gehört, aber es ist nicht Blues, aber es ist auch nicht Flows. Was ist es? Es ist Flues. Das erklärt ein bisschen der Abdi. Es ist eine Mischung aus Rhythm and Blues, R&B, Rhythm and Flows, wie du es jetzt adaptiert hast, flown. Und Flues, das arabische Wort für Geld. Also einfach so. R&F in dem Falle. Ihr benutzt ja gern solche Begriffe. Ist das von der Straße oder ist es wie so ein Code und keiner soll es verstehen, außer eure Fans? Unsere Fans sind auch von der Straße und es ist irgendwo ein Code. Und die Leute, die nicht von der Straße sind, aber unsere Fans sind, denen wird der Code dann irgendwie so auch schon zwischen den Zeilen auch dann auch schon so verraten. Ja, wie es da habt ihr erklärt hat, es ist ein Straßenslang und die Leute, die es feiern, können dann sozusagen eingebürgert werden in die Straße. Sehr gut. Heißt, irgendwann so in 3 Jahren ist Flues vielleicht dann im Duden? Vielleicht auch schon nächstes Jahr. Oh, oder Jugendwort des Jahres oder so. Vielleicht auch schon dieses Jahr. Sehr schön. Ihr könnt ja gerne alle eine Petition auf Twitter starten unter dem Hashtag VivaTop100, dass es in den Duden aufgenommen wird. Ich würde unterzeichnen. Also ich retweete das und like das sofort. Sehr gut. Wir machen jetzt mit Lauf weiter. I Like Me Better auf der 13. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time, 'cause I like me better when I like me better when I'm with you. In his bed, if you really love me, make an album about me. Word up. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway. Freeze. Lift up your people. Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico. ¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Chelo und Abdi sind heute bei mir und verlosen netterweise 3-mal ihr frisch gepresstes Album Diaspora. Ist es Diaspora? Diaspora? Diaspora?
so wie du dich am besten fühlst. Ah, sehr gut. Das ist alles richtig. Wenn ihr das Ding gewinnen wollt, müsst ihr einfach unter dem Hashtag VivaTop100 schreiben, wann habt ihr euch mal fremd gefühlt? Das ist nämlich das Fremdwort dafür. Warum das? Also das beschreibt eigentlich unseren geschichtlichen Hintergrund. Also unsere Eltern, die hierher kamen, weil wir sind beide Gastarbeiterkinder. Und wir sind aufgewachsen sozusagen mit zwei Kulturen. Mit der unserer Eltern und mit der deutschen Kultur sozusagen. Und das wird auf diesem Album sozusagen thematisiert, unter anderem auch. Aber ihr seid beide in Frankfurt am Main geboren. Gibt es jetzt noch Momente oder Orte, wo ihr sagt, da fühle ich mich fremd in Deutschland? Auf jeden Fall gibt es Orte in Deutschland, wo man sich fremd fühlt. Aber dem muss man auch gegensetzen, dass es natürlich Orte gibt, wo man sich zu Hause fühlt, durch und durch. Und so Orte gibt es halt überall, wo man sich fremd fühlt oder wo es Leute gibt mit einer komischen Meinung. Und von daher lebt man doch sehr gerne in Deutschland und vor allem in Frankfurt am Main. Heißt, ihr würdet auch nicht wegziehen? Zurück? Du meinst jetzt in die Heimat der Eltern? Der Eltern, ja. Ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr da ist super. Wenn Winter ist, ne, rüber, würde ich auch machen. Ja, so ungefähr. Oder 3 Monate da, 3 Monate hier. Vielleicht schon mal 3 Monate Bahamas zwischendurch. Genau. Wie ist es denn mit Helene Fischer, die ja so der deutsche Superstar schlechthin ist? Fremdelt euch das auch an? Was heißt anfremden? Das ist im Endeffekt auch eine Form von Kunst und Musik und hat auch recht gefeiert zu werden. Also, würdet ihr mal ein Feature machen? Wenn die Helene mag, schreibe ich ja gerne auch einen Text, das ist kein Problem. Der Abdi, schon mal eine schöne, in Hinterhof-Jargon kann sie dann was Schönes trillern. Sehr und, schön. Ja. Ich glaube, mit der kann man gut feiern, denn in ihrem letzten Mannheim-Konzert stand sie auf der Bühne, hat gesagt, schön, dass ihr alle da seid, Prost, und hat 1 Liter Bier geäxt. Auf der Bühne. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Ich glaube, es war ein Double oder sowas. Nee, die hat das weggekloppt. Vielleicht war alkoholfrei. Man kann das auf YouTube nachschauen, ob das alkoholfrei ist oder nicht. Man weiß es nicht. Ich würde es Helene zutrauen. Hier ist sie auf der 10 mit Achterbahn. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Spürst du das auch? Keine Schwerkraft mehr, nur noch du und ich und ein Licht am Meer. Und ein Licht in your body, you can't show me, there's no point in trying. I'm now mine, and I've been silent for so long. I've been quiet for so long. Herzlich willkommen zurück bei den Viva Top 100. Cello und Abdi spuken heute mit mir durch unser Halloween-Set. Und auf eurem Titelsong zum Album Diaspora redet ihr von 6 Wochen Heimaturlaub in Bosnien oder Marokko. Seid ihr früher an den großen Ferien immer rübergefahren? Ja, quasi immer. Sogar vielleicht 2-mal im Jahr, sogar im Winter. Genau, so in den Sommerferien ist man dann wirklich die kompletten Sommerferien in der Heimat gewesen, beziehungsweise in der Marokko. Zweiten. Genau, richtig. Und ja. Man sagt ja immer, es gibt Heimat und es gibt Zuhause. Was genau. Ist denn für euch was? Richtig, Zuhause ist Frankfurt, Heimat ist Marokko. Und ihr habt auch noch richtig guten Kontakt, auch zur Rap-Szene dort? Ja, auf jeden Fall. Also bei Cello weiß ich das auf jeden Fall, dass er guten Kontakt zur bosnischen Rap-Szene hat. Ja, zur bosnischen Szene habe ich Kontakt. Ein Gruß geht an Frankie auf jeden Fall, mit dem wir auch einen Track gemacht haben. Und das erscheint auch auf seinem Album. Und ja, Hip-Hop verbindet. Musik verbindet. Das ist die Message im Endeffekt, dass man zusammen was macht. Und dass, wie gesagt, Kunst zusammen gemacht wird und ja auch länderübergreifend im Endeffekt. Darum geht es ja auch so. Sehr schön. Wie das mit Anne-Marie funktioniert, wissen wir nicht so genau, aber vielleicht sitzt sie ja auch irgendwann mal hier. Hier ist sie mit Heavy als Neuvorstellung. What? When did it get so heavy?
love that's in between us. It never used to feel this, feel so heavy. Can't get up off the ground, it's weighing us down, it's weighing us down. So heavy, babe. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Da sind wir wieder und in guter alter Tradition wird Glücksrad gespielt. Bitte einmal drehen. Darf ich anfangen, oder wie? Ja. Habt ihr früher Wahrheit oder Pflicht gespielt? Ja, in der Schule, also auf Klassenfahrt war das ein guter Eisbrecher. Oh. Mit Flaschendrink kombiniert. Hopp, hopp. Boah, oh. Viva. Was wäre bei Viva? Das müsste ich. Ah, und jetzt habe ich Pflicht, oder wie? Ja. Oder Abdi? Ja, beide gleichzeitig Pflicht. Ah, so, weil wir gelten ja als ein Gast zusammen. Genau. Ne? Ah, okay. Und dann müsst ihr es beide machen. Okay, ich habe gedreht, dann zieh du die Pflicht. Du hast rosa oder blau? Blau. Dann zieh eine schöne blaue Brette. Mach nichts Gefährliches. Oh. Erzähl mit einem super traurigen Gesicht und Tonfall von einem schönen Kindheitserlebnis. Müssen wir beide zusammen machen? Sozusagen? Oder wie du kannst auch nur betroffen gucken. Okay. Er guckt betroffen, ich erzähle. Ja. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, ja? Smug, Mug. Ja, guckt ihr ab und zu noch Pokémon? Ja, auf jeden Fall. Was, wenn ihr ein Pokémon wärt, was wärt ihr? Oder du? Chilo wärt Turtok. Oh ja. Oder das eigene Pokémon, was jeder in sich trägt. Das hast du auch in dir. Das Spirit-Pokémon, wie dein Spirit-Animal. Genau. Ich war immer Team Pummeluff, weil dann konnte man singen und dann sind alle eingeschlafen und dann konntest du Leute ausrauben. Perfekt, eigentlich. Super. Das passt auch gleich zu dem Herrn, der jetzt kommt. Das ist nämlich Young Thug featuring Camila Cabello auf der 4. Wow. Letztes Mal zurück bei den Viva Top 100. Bevor hier alle das Studio verlassen, gibt es erstmal noch ein Foto von euch beiden. Tschüss. Sehr gut. Heute Abend gibt es jetzt erstmal eine fette Release-Party und dann gibt es eine Tour. Also heute Abend wird rasiert. Release-Party Diaspora. Und dann machen wir ein bisschen Chilawi. Und dann im Frühjahr nächsten Jahres starten wir die Diaspora-Tour Februar, März. Ah. Checkt das alle ab auf unserer Seite, auf unseren sozialen Medien. Und werden wir in den Großstädten sein, Frankfurt, Berlin, München etc. Ein Gruß geht noch raus, habe ich gehört, weil ihr uns immer ein so ganz spezieller schreibt. Gruß geht auch raus an Fatmir Ramic, der uns hier bei Facebook auch kommentiert hat. Und du weißt, Diaspora, Frankfurt. Vielen, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur aktuellen Nummer 1. Wisst ihr, wer es ist? Ich glaube, unser Brudi Bowser. Exakt, ja? Mit Was du Liebe nennst. Freut euch das? Ein krasser Track auf jeden Fall. Nice. Auch das Video, Erhan Dogan, also die Jungs, die das gemacht haben, Adal, wir kennen die auch, die Jungs, super Arbeit. Also
Gebt euch das, checkt das auf. Na dann, könnt ihr euch jetzt selber davon überzeugen, auf der 1, Bowser mit was du Liebe nennst. Schön, dass ihr da wart. Viel Dankeschön. Erfolg mit dem Album. A-Doppel-Z-Lack, A-Slacks, 3-8 für Dial. Buk, 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 buk. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ciao. Komplett auf Arme ist, voll auf Sendung. Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht.